Hi, zu meinem kleinen Videovergleich der aktuellen Xiaomi-Produkte. So, da haben wir die drei Produkte. Links haben wir das Mi 2S, rechts daneben das Mi 2 und direkt daneben das Mi 2A. Ein paar Daten. Das Mi 2S hat einen Snapdragon 600 mit 1,7 GHz, Quad-Core natürlich, 2 GB RAM, 4,3 Zoll Display mit 1280x720 Pixel. Eine 2-Megapixel-Kamera vorne, eine 13-Megapixel-Kamera hinten mit f2.2, wiegt ca. 144 Gramm und ist 10,2 mm dick sowie hat einen Dolby Sound Chip. Das Mi 2 direkt rechts daneben ist fast identisch. Der Unterschied ist, dass es einen Qualcomm 1,5 GHz Quad-Core hat, auch 2 GB RAM und dann unterscheidet er sich noch in der Kamera. Hinten hat es eine 8-Megapixel-Kamera mit f2.0 und das sind eigentlich die größten Unterschiede. Ganz rechts haben wir das Mi 2A. Es ist ein 4,5 Zoll Display mit 1280x720, hat einen S4 Pro Chip mit 1,7 GHz, aber Dual Core, leider nur 1 GB RAM und ist auch nur in 16 GB ROM verfügbar. Dazu hat es die gleiche 2-Megapixel-Kamera vorne und die 8-Megapixel-Kamera f2.0 wie das Mi 2. Ist 10 Gramm leichter, also wiegt ungefähr 133 Gramm, ist auch nur 9,5 mm dick und hat einen Dirac HD Soundchip. So, dann gucken wir uns mal die Handys von allen Seiten an. Von hinten fangen wir mal an. Ich habe mal die EMI verdeckt. Ist ja nicht so interessant. Wie man sieht, sind die Batterie-Akkus etwas länger bei Mi 2 und Mi 2S, bei Mi 2A etwas kürzer, dafür aber dicker. Sie haben eigentlich alle die gleiche Größe, 2000 mAh. Man sieht auch, dass bei Mi 2 und Mi 2S die SIM-Karte unter das Akku kommt und bei Mi 2A kommt sie einfach übers Akku. Man muss es aber trotzdem rausnehmen. Die Kameras sind bei den beiden rund, bei dem eckig. Nichts so Besonderes. Auch alle haben sie an der Seite, auf der Seite, den Power-Button, Volumen leiser und Volumen lauter. Unten einen USB-Stecker. Ein bisschen eckig. Manche Leute sagen, die haben Probleme mit USB-Kabeln, aber ich habe mehrere ausprobiert und noch bisher kein Problem festgestellt. Oben haben wir die Kopfhörerbuchse. Und was auch noch auffällt, ist der Soundausgang. Bei Mi 2 und Mi 2S sind sie beide neben der Kamera. Und bei Mi 2A ist es seitlich hier. Das zeige ich euch gleich ein bisschen besser. Da legen wir mal die Batterie rein. Um es besser zu unterscheiden, gebe ich dem Mi 2S ein oranges Cover. Das Mi 2 normal kriegt ein graues Cover. Und das Mi 2A kriegt das standard weiße Cover. Was hier noch besonders ist, dass das Mi 2 einen NFC-Chip hat, der aber sozusagen als Sticker in dem Cover liegt. Was leider schade ist, dass es nicht bei allen Covers mit dabei ist. Wie man sieht, ist hier das graue Cover für das Mi 2A und da ist dieser Chip nicht dabei. Aber man sieht eine kleine Aussparung und wahrscheinlich kann man den Sticker abnehmen. Deshalb ist das nicht so schlimm. Dann legen wir auch hier das Cover drauf. Kommen wir zu den Displays. Also alle Displays sind hervorragend und die Qualität ist richtig gut. Die Helligkeit ist auf 100% gestellt. Und was man ein bisschen merkt, ist, dass bei Mi 2A das Display einen kleinen Gelbstich hat, was aber nicht so schlimm ist, da man in den Einstellungen die Farbtemperatur verändern kann auf cool. Und dann hat man das ein bisschen ausgeglichen. Zu dem Sound, wie schon erwähnt, sind die Lautsprecher bei Mi 2A hier unten und bei Mi 2S und Mi 2 sind die hinten. Hat den Vorteil bei Mi 2A, wenn ein Anruf reinkommt, hört man den natürlich viel besser, da es hier rauskommt. Und bei Mi 2 und Mi 2S geht sozusagen in den Tisch rein und dämpft dadurch ein bisschen. Beide Lautsprecher, beide Smartphones lassen sich richtig gut bedienen und haben richtig guten Sound, wenn man spielt. Dann kommt der Sound von hier unten und beim Mi 2A von hinten. Nachteilig beim Mi 2A ist aber, wenn man zum Beispiel Linkshänder ist und das Handy so in der Hand hält und Musik laufen lässt, verdeckt man natürlich den Lautsprecher immer.
Auch als Rechtshändler, ja, kann das öfter mal passieren, aber meistens, wenn man telefoniert, dann hat man das Telefon ja nicht auf Lautsprecher stehen. Machen wir es wieder an. Zu der Handhabung, alle sind sehr handlich, auch das Me2A liegt richtig gut in der Hand. Man kommt oben an die Leiste und schnell sind sie so oder so. Es ist ein bisschen dünner und leichter und ich muss sagen, man merkt die 10 Gramm richtig, die es leichter ist. Die beiden anderen sind auch perfekt in der Hand. Mit einer Hand erreicht man die Leiste oben, kann die Knöpfe drücken, ist kein Problem. Noch etwas zu den Covers. Wie ihr seht, habe ich hier ein oranges Cover, ein graues Cover und hier das standardweiße Cover. Ich muss sagen, das standardweiße Cover, egal auf welchem Gerät, das wird ja immer mitgeliefert, ist eigentlich nicht wirklich handlich. Es ist ziemlich rutschig. Wenn man ein bisschen fettige Finger hat, rutscht es einem ziemlich leicht aus der Hand. Deshalb würde ich jedem empfehlen, direkt ein alternatives Cover zu bestellen. Die normalen, hier zum Beispiel Warm Grey oder Cold Blue, sind richtig schön. Auch die Farben sind hier richtig knallig. Das hat so eine kleine Beschichtung, die das noch besser in der Hand halten lässt. Natürlich habe ich alle Handys getestet und auf allen läuft die aktuelle 3.67 oder 3.531 von Mio Android, damit sie gleich sind. Es sind circa, sagen wir mal, 50 bis 70 Apps installiert. Insgesamt kommen wir dann auf 95 Apps und ich will euch gern mal als erstes ein paar Benchmarks zeigen. Die habe ich schon vorher laufen lassen. Da sehen wir, das Me2S hat ca. 25.000 Punkte. Das Me2 Normal hat 21.500 Punkte. Und das Me2A hat 18.200 Punkte. Wobei man sagen muss, dass sich eigentlich im normalen Betrieb diese Punkte ja nicht bemerkbar machen. Alles läuft flüssig, es gibt keine Lags, selbst die 1 GB RAM, die sozusagen als Flaschenhals gelten könnten beim Me2A, machen sich überhaupt nicht bemerkbar. Ein weiterer Benchmark ist Quadrant. Da gucken wir uns auch mal die Werte an. Und da sehen wir beim Me2S 11.300 Punkte, beim Me2 7.600 Punkte und beim Me2A 8.500. Was ein bisschen komisch ist, aber der ist ja ein bisschen schneller getaktet und ich würde auf Quadrant oder so nicht viel geben. Was für mich noch wichtig ist, ist der Benchmark des Antu-Batterietesters. Da werden verschiedene Tests durchgeführt und geguckt, wie lange hält die Batterie. Das läuft ca. 3, 4, 5 Stunden. Und da kommt der Me2S auf 429 Punkte. Der Me2, da habe ich das Bild leider gerade nicht, aber da waren 402 Punkte. Und der Me2A auf 508. So kann man sehen, dass das Me2S ca. 10% länger hält als das Me2 und das Me2A hält sogar 20% noch mal länger als das Me2S. Das liegt halt daran, dass hier nur ein Dual-Core drin ist und der verbraucht natürlich weniger Power als die beiden anderen. Und man merkt das richtig, also die beiden, man kommt locker über einen Tag. Bei meiner Nutzung, die eigentlich recht intensiv ist, bin ich am Ende des Tages bei 20%. Beim Me2A hatte ich noch 40% und meistens sogar noch ein bisschen mehr. Also wer lange Batterielaufzeit braucht, der sollte sich für das Me2A entscheiden. Kommen wir zu dem freien Speicher, der natürlich auch wichtig ist. Wie man hier sieht, hat der 2 GB RAM. Das gilt auch für das Me2. Der interne Speicher ist bei beiden mit 32 GB und hier sind von 32 GB 28,5 frei. Das gleiche gilt für den auch. Und beim Me2A hat man von 16 GB ca. 13,17 GB frei. Ist alles beide bei frisch installierten Versionen ohne besonderen Apps geschossen worden. Das gleiche kann man hier nochmal sehen. Ungefähr 25,22 frei und hier ungefähr 9 GB für die sozusagen für Dateien, weil natürlich auch noch ein bisschen ungefähr 4 GB für das System und die System-Apps drauf geht. Deshalb, wenn jemand mehr als 9 GB Dateien haben sollte, was
bei mir persönlich der Fall ist, der sollte sich eher für einen von den beiden entscheiden, weil für das Mi 2A gibt es nur eine 16 GB-Version. Natürlich habe ich auch ein paar Fotos gemacht, um die Kameras zu vergleichen, die ja beim Mi 2 und Mi 2A eine 8 MP-Kamera mit f2.0 ist und beim Mi 2S eine 13 MP-Kamera mit f2.2. Das heißt nichts anderes als, dass die beiden etwas lichtstärker sind als das Kameramodul des Mi 2S. Das sieht man auch meistens an den Fotos, die in etwas dunkleren Gegenden geschossen sind. Beide Kameras machen hervorragende Bilder, sind vergleichbar mit iPhone 4S und ich würde schon fast sagen iPhone 5 Bildern. Dazu muss man sagen, dass die natürlich die 13 Megapixel die Bilder ein bisschen schärfer aussehen auf dem Mi 2S, aber da ist minimale Unterschiede. Was man aber genauso im Makromodus machen beide Kameras hervorragende Bilder, die ich auch in etwas größer zeige. Hier zum Beispiel im Makromodus wunderschöne Fotos. Was aber auffällt ist, dass die Kamera des Mi 2As und Mi 2s, dadurch, dass sie lichtstärker ist, kann sie natürlich auch besser fokussieren, wenn es dunkel ist. Zum Beispiel bei diesem Bild. Da sieht man, es wurde in einem dunklen Bereich geschossen und wo im Automatikmodus die Mi 2A und Mi 2 noch es schaffen, das Bild zu fokussieren und es scharf zu machen, versagt natürlich die Mi 2. Wenn man auf manuell stellen würde und dann den Makromodus, dann könnte man es noch hinkriegen. Aber natürlich bei dunkleren Umgebungen hat das Kameramodul der beiden Mi 2A und Mi 2 einen kleinen Vorteil. Kommen wir zum Speed. Da sehen wir, das Mi 2A hat nur 1 GB RAM und das Mi 2 und das Mi 2S haben 2 GB RAM, wovon bei ungefähr, wenn da 95 Apps installiert sind, auch noch gut was frei ist, 1,4 GB und bei Mi 2A so ca. 250 bis 300. Das hört sich nach wenig an, aber ich muss sagen, selbst bei 10, 20 Apps, die man in den RAM reinschmeißt, kommt man auf ca. 100 MB Minimum oder Maximum und es gibt keinen Lag. Es ist immer schnell. Die alten Apps werden rausgeschmissen, die neuen werden reingepackt und man merkt eigentlich gar nicht, dass man mit so wenig RAM hantiert. Das versuche ich zu zeigen, indem ich zum Beispiel mal das Telefon-App öffne. Ja, ein bisschen schwer. Ja, noch ein Versuch. Im Endeffekt sind alle gleich schnell. Die kurzen Differenzen passieren jetzt eher dadurch, dass ich nicht synchron klicken kann. Aber wie man sieht, ist Dual Core des Mi 2A eigentlich beim normalen Gebrauch und beim Öffnen von normalen Apps genauso schnell wie die Quad-Cores der beiden anderen. Da, die beiden waren eigentlich gleich schnell. Obwohl hier ein 1,7 Quad-Core drin ist und hier nur ein 1,7 Dual-Core. Was kann man noch probieren? Den Marke zum Beispiel. Da. Da gibt es eigentlich minimale Unterschiede. Also wer wirklich Wert auf Speed legt und sagt, ah, ich will 1,7, da sind 200 MHz mehr. Im normalen Betrieb merkt man die überhaupt nicht. Auch hier beim Mi 2A, der ist so schnell und öffnet so schnell, dass man die Dual Core überhaupt nicht merkt. Genauso die RAM. Die gehen runter, aber kein App öffnet langsamer als das andere. Es gibt kein, selbst bei den Ordnern öffnen, finde ich, sind die sogar ein bisschen flüssiger, öffnen die Ordner auf dem Mi 2A als auf den beiden anderen, obwohl die Quad-Cores haben. Das können wir natürlich auch mal kurz zeigen und vergleichen bei Spielen. Ich habe hier mal Need for Speed Most Wanted draufgepackt. Natürlich merkt man es hier ein bisschen, aber nur ja, im Sekundenbereich, dass die Quad-Cores das Spiel ein bisschen schneller laden. Aber wie man sieht, auch nur sehr wenig.